Heute Roman Weidenfeller zieht nach Pflichtspielen gleich mit Lars Ricken als Nummer 2 beim BVB. Nummer 434, nur Michael Zorc hat deutlich mehr. Schürrle, Aubameyang und das 0-1. Shinji Kagawa steht richtig. Es ist das passiert, was sie unbedingt vermeiden wollten. Da trauen sie sich zum ersten Mal nach vorne zu spielen. Und schon stimmt hinten die Ordnung nicht. Dortmund spielt das dann so schnell. Hier, Rode nochmal. Es reichen. Kagawa leitet selbst ein. Spielt auf den schnellen Schürrle Aubameyang. Und dann kann er sich die Ecke aussuchen. Shinji Kagawa, ganz wichtig, dass ein Mittelfeldspieler nachrückt, dass er den Abpraller sofort ausnutzen kann. Bisschen Glück, aber auch ein Haufen Qualität. Ist das stark gespielt auf Aubameyang. Und noch nicht das 2-0. Glück gehabt, Eintracht hier. Bartra mit dem Auge für den so starken, so konstanten Bundesliga-Torjäger. Und Michael Dingels verhindert, der Pass hätte von Hummels sein können. Und das ist ja so ein bisschen das, was Bartra imitiert. Vorher die Reaktion von Rudi Tömmes. Auch Dreieckspiel auf engstem Raum. Kagawa abgefälscht. Das war die Situation kurz davor. Castro. Schürrle durchgelassen. Und der Mann steht einfach immer da, wo er stehen muss heute. Shinji Kagawa. Aber das liegt nicht daran, dass er sich da irgendwo ausruht, sondern dass er permanent nachrückt. Und diese Wege macht die wehtun. Nach einer guten halben Stunde Shinji Kagawa wieder im Sprint in den Strafraum. Und wieder zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Nochmal. Castro. Mit diesem Ball Richtung Schürrle und dann macht er eben die Wege, wartet nicht und ruht sich nicht aus, schaut nicht, was passiert wohl, sondern geht bis zum zweiten Pfosten im Sprint durch Shinji Kagawa. Hier sehen wir es nochmal und macht es dann mit links. Der Mann ist sauer, der BVB. Die Trierer Abwehrspieler zunehmend ermüdet. Dembélé mit einem super Antritt. Aubameyang. Und jetzt der Lohn, jawohl, jetzt der Lohn des André Schürrle für die Arbeit, die er investiert hat. Wunderbarer Angriff, Dembélé schafft mit seinem Antritt Platz, bindet 3-4 Gegenspieler. Aubameyang hat dadurch endlich mal ein bisschen Raum und bringt eine perfekte Flanke in die Mitte. Letzte Aktion der ersten Hälfte. Wohl schon die Entscheidung, da müssen wir jetzt Ihnen nichts vormachen, das sehen Sie auch alles selbst, wenn Sie hinschauen, wie gut Borussia Dortmund, wie konzentriert Dortmund auftritt. Nochmal spannend gemacht beim Abschluss, aber hier Dembélé, ausschlaggebend dazu, aus vollem Lauf, eine klasse Flanke, schöne Mitten, hat also auch einen sehr guten Abschluss eben zu sehen. Castro, super Kopfball, jetzt wieder Kagawa da. Und da muss der Ball ins Aus. Das machen die Dortmunder dann auch fair. Rufen auch Bartra immer noch voll konzentriert, voller Elan. Aubameyang. Klasse bedient von Dembélé. Auch die Flanke aus dem Fußgelenk. Sein Kopfballspiel inzwischen eine Augenweide gegen die Laufrichtung. Über Sokratis, die Außenverteidiger, alles überzeugend. Von Borussia Dortmund allerdings auch selten wirklich gefordert vom Gegner. Aubameyang. Mohr wartet. Kurz ab. Beteiligt. Lässt den Ball klatschen. Verlagert. Mohr. Kaum hat er den Ball, wird es gefährlich. Auch er aus dem Fußgelenk. Guter Schuss. Klasse Parade von Chris Kaimann. Konnte gar nicht so viel von seinem Können zeigen. Weil die Möglichkeiten, die Dortmund hatte, dann fast frei.